Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Ich habe gleich eben eine kleine. Ist hier irgendwas los? Ah, Baby kommt bald. Hat sie schon Wehen? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich habe eine kleine Auszeit, nämlich, also nicht Auszeit genommen, aber ich habe einen kleinen Ausflug gemacht in die Stadt und habe erstmal Sims verkuppelt. Weil, also so langsam ging mir das ein bisschen auf den Sack. Ich habe jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht. Das Problem dabei ist, ah ja, die Wehen haben eingesetzt. Super, dann kriegen wir heute wohl das Baby, schätze ich mal. Genau, also es war mir irgendwie zu blöd, da jetzt drauf zu warten. Das Blöde ist, dass wenn ich jetzt Sims verkuppel, ich kann die nicht mehr verheiraten. Ohne, also, ich kann die nicht verheiraten, sodass sie natürlich Babys bekommen können. Ich kann nur noch, was ich machen kann, ist die im Cast zu bearbeiten und denen da dann irgendwie ein Kleinkind zu erstellen oder so. Also mit Genexperiment meinetwegen, aber das finde ich halt irgendwie... Ich finde das nicht so schön. Also, ich hätte das unglaublich gerne, dass das, also, dass die wirklich gezeugt werden, quasi, die Babys. So blöd es jetzt klingt vielleicht, aber ich fände das irgendwie, also ich finde das schöner. So, ich lade mal hier Freunde ein. Direkt. Weil wir müssen uns mit Angela anfreunden, finde ich. Die ist ja schließlich unsere kleine Cousine, auch wenn das Baby jetzt kommt. Egal. Wir lernen jetzt einfach mal hier Kinder kennen aus der Nachbarschaft. Mal gucken. Wer bist du eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Egal, wir lernen die einfach alle kennen. Das hier ist, glaube ich... Nein. Ingels. Das ist, glaube ich, von... Ich habe die auch mal Caroline genannt. Das ist die Tochter, glaube ich, von... Oh Gott, jetzt fällt es mir nicht ein. Da, das da ist Dingens. Hier, das ist unsere süße kleine Cousine. Angela, die übrigens das Merkmal böse trägt. Ja, wer hätte das gedacht? Genau, die Tochter von... Was machst du denn hier? Oh. Die will wahrscheinlich auch mitspielen. Was wollte ich denn sagen? Komm, dann schlaf doch einfach jetzt nochmal. Ich wollte sagen... Die Tochter von... Wie heißt die Kleine denn? Heißt sie nicht sogar Carrie Inge? Warum geht ihr denn nach Hause? Ach, zur Schule! Ach, na gut. Aber dann ist doch egal. Wir schließen Freundschaften jetzt mit denen. Und du musst auch zur Schule. Habe ich gar nicht dran gedacht. Nö, dann haben wir die schon mal so vor der Schule kennengelernt. Das ist doch schön. Und unsere kleine Cousine hängt hier auch noch rum. Prima. Jetzt haben wir zwar nicht so viele Punkte gesammelt... Ah, das sind die auch gar nicht. Ach, guck mal. Doch, wir können schon uns noch ein Dings leisten. Krass. Genau, also das ist, glaube ich, das ist die Tochter von der Kleinsten. Ich glaube, das ist auch Carrie, ne? Die mit dem breiten Kopf, die bei uns hier rumläuft. Und, ja, also wie gesagt, ich kann zwar Leute jetzt zusammen einziehen lassen, Paare, die ich nicht spiele, zum Beispiel zu Jessie könnte ich jetzt Philippa oder so einziehen lassen, weil wir ja doch mit George dann eventuell Flossie nehmen, könnte ich zu Jessie Philippa einziehen lassen, aber ich kann dann nicht dafür sorgen, dass die beiden heiraten und, oh, hast du Kotori getroffen? Warte mal, was war das? Nee, Cloud. Ach, ich dachte, das wäre Kotori. Dem habe ich nämlich auch so eine Frisur verpasst. Und die wohnen dann da zusammen, aber wenn ich dann mal kurz, während hier Nacht ist oder so, oder ohne groß Zeit verlieren zu wollen, dahin möchte, die verheiraten möchte und ein Baby machen lassen möchte, damit der Rest dann von alleine abläuft, Geburt und alles Mögliche, das kann ich nicht mehr, weil bei mir seit einigen Monaten der Modify Relationship Cheat nicht mehr funktioniert. Und ich finde das super schade, weil das war richtig cool, dass man dann damit... eben auch die Nachbarn so ein bisschen verkuppeln konnte und die Nachbarn dann auch, oh Mann, Clara. Ich sage, du sollst aufs Klo. Habe ich das gesagt? Vielleicht habe ich sie auch falsch gesagt. Geh, bitte, 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 geh. Geh aufs Klo. Du schaffst das. Bitte, mach dir nicht, bitte, geh los. Oh, bitte, bitte, bitte.
Du, nein! Geh aufs Klo! Bitte, Clara. Bitte, Clara. Wie viel Zeit hatte sie jetzt noch? Das war bestimmt eine halbe Stunde, oder? Die sie da jetzt einfach nur rumgestanden hat. Ich habe das natürlich auch wieder weggeklickt. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Guck mal, wir lernen hier ziemlich viele Leute kennen. Sehr schön. Geburtstagseinladung. Alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der Mary Grace nicht eingeladen ist. Bisher hatte sie eigentlich gedacht, der Gastgeber wäre ihr Freund. Warum hat sie also keine Einladung bekommen? Soll sie ihren Freund fragen oder nicht? Sie fragt mal nach. Oh, noch was. Die letzte Hausaufgabe von Ruth ist ein Gruppenprojekt. Die anderen Schüler der Gruppe sind alle sehr schlau. Soll sie versuchen, genauso viel beizutragen wie die anderen? Oder sie die ganze Arbeit machen? Nee, sie versucht beizutragen. Die ist doch ganz sozial. Schauen wir mal, was wir da jetzt... Gikon... Huch, es stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um eine Party für den Freund von Mary Grace, sondern um eine Fernsehsendung drehte. Mary Grace kommt sich ein wenig dumm vor. Ach, ich dachte, die geht jetzt hier ins Bad. Ist aber froh, gefragt zu haben. Und Ruthie hat... Glücklich angehen, gute Taten machen sich. Oh oh. Das Baby ist unterwegs und Clara badet erstmal. George, Louis. Ist alles gut? Okay. Dachte, weil der so grau hinterlegt ist, nicht, dass er uns jetzt hier. Ich wollte doch schon letztens die Rechnungen bezahlen. Nicht, dass er uns da abnippelt. Ja, genau, Grace. Bestimmt. So. Ich bin gespannt. Oh, hoffentlich wird's ein Junge. Das wäre doch schön, zwei Jungs und zwei Mädchen zu haben. Wow, bin ich aufgeregt. Och, Mann, guckt euch das doch an. Das ist ein Drama. So, okay, dann geh... Warte, nein, nein, nein. Erst aufs Klo. Also, ich kann gar nicht den freien Willen aushaben. Also, wie gesagt, nochmal zurück zu dieser... Problematik. Ich kann dann halt... Ich finde, dass es... Also es fühlt sich geschummelter an, als wenn ich denen dann wenigstens... Also weil die dann halt nur beieinander wohnen und halt durch ein Genetikexperiment ein Kind haben. Das ist halt... Das fühlt sich so gezwungen an. Also das, die hatten ja dann gar keine Wahl. Wenn ich wenigstens ihnen irgendwie ein bisschen Freundschaft ercheate, dann, warum gehst du eigentlich nicht in die Schule? Wir können dich ja aber trotzdem auch mal kennenlernen. So, komm. Oh, schöne Stimme. ja, das wäre halt schöner, wenn man weiß, die sind wirklich auch verheiratet und haben wenigstens... Also ich habe dann immer die zusammenkommen lassen. Also ich habe die Balken hochgecheatet, habe dann Freund werden gefragt und dann verloben und heiraten und dann Bibi machen. Und dann bin ich wieder gegangen. Und das geht jetzt aber halt nicht mehr. Aber ich kann auch nicht so lange dann in der Familie bleiben, bis die sich wirklich angefreundet haben. Das dauert halt zu lange, dazu vergeht dann hier zu viel Zeit. Das möchte ich dann nicht. Ich könnte natürlich die Alterung für den Moment dann ausschalten. Aber ich finde... Ja, das wäre vielleicht dann noch eine Möglichkeit. Oh, das Baby kommt. Das müsst ihr mir mal sagen, bitte, wie ihr das findet. Also ich finde das halt schade, wenn die dann nur so nebeneinander wohnen und sich nicht kennen. Ich könnte dann, wenn ich das mache, hier die Alterung ausschalten. Oder grundsätzlich die Alterung ausschalten. Ein Mädchen! Oh... Das ist ja wirklich genau andersrum wie letztes Mal. Nee, gar nicht. Wir hatten letztes Mal nur Jungs. Aber fast andersrum. So, was wollen wir denn... Ach, warte. Super, das passt doch perfekt. Genau. Da habe ich ja nämlich dann schon einen Namen. Ach, richtig gut. Weil, wir haben ja bei Clarence das Prinzip angewandt, dass wir, den Namen der Mutter genommen haben. Und jetzt nehmen wir einfach Louis' Namen und nennen die kleine Louise. Das finde ich super. Ach, wie schön. Aber Cooper natürlich, wie immer. Louise Cooper. Oh. Und... Ach, Gott sei Dank, nicht zwei. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Ach, wie süß, noch ein Mädchen. Oh Gott, jetzt darf aber wirklich, wirklich gar nichts passieren mit Clarence, ne? Unser einzig wahrer Erbe. Okay, Clara fällt gleich in Ohnmacht, die muss schlafen gehen. Dann... wird sich, glaube ich, mal der Papi drum kümmern. So.
Ein bisschen kuscheln kann er ja auch, sein Baby begrüßen. Ach Gott, noch ein Mädchen, das ist ja nicht zu fassen. Ja gut. Mal gucken, wie alt Clara jetzt wirklich ist eigentlich. Oh Gott, die ist immer noch junge Erwachsene. Scheiße, die könnte noch 10 Kinder bekommen. Mist. Sollen wir die mitaltern lassen mit Louis? Ich weiß nicht. Also wenn sie dann jetzt Geburtstag hat... Hier, wenn sie diesen Geburtstag dann hat, in 4 Tagen sollen wir sie dann alt werden lassen? Was sagt ihr dazu? Oder ist das zu früh? Die Kleine ist ja dann noch wirklich winzig, ne? Hat die vielleicht Hunger? Ich fürchte, die hat Hunger. Vielleicht. Dann müsste doch Clara nochmal aufstehen. So. Gut, dann kommt jetzt Clara doch nochmal füttern. Und dann kann die, Clara danach weiter schlafen. So, wunderschön. Und das Baby kann dann irgendwann auch wieder ins Zimmer kommen. Ach mein Gott, noch ein Mädchen. Ja, also ansonsten bitte sag mir, was ich machen soll. Weil ich möchte nicht, dass ich da lauter Fremde irgendwie... lauter Fremden in meiner Stadt gegenseitig Kinder aufzwinge. Voneinander. Das finde ich halt irgendwie auch schade. Kann George hier eigentlich rein? Für George. Dann lassen wir George auch mal hier rein. Der soll sich ja ein bisschen mehr hier am Haushalt mal beteiligen. Und ich weiß nicht, wo jetzt die Kinder in der Schule sind und er erst um 5 zu arbeiten muss, würde ich fast sagen, dass wir hier die Leute nochmal einladen. Weil ich das langsam echt mal erledigt haben will. So, er kann sich aber gerne jetzt vorher noch um die Kühe kümmern. Das muss ja einer erledigen. Die haben schon... Also ich bin erstaunt, wie lange die schon halten. Ich frage mich, ob die irgendwann auch einfach so sterben. Ich glaube es eigentlich nicht. So, da ist wieder unsere... Okay, da ist Lester. Und Lee. Und wer kommt noch? Das wäre natürlich ein Flop, wenn jetzt nur die Kerle kommen. Bitte, irgendein Mädchen. Oh nein, Clarence ist hungrig. Clarence braucht was zu essen. Kein Problem, hier gibt es doch ganz viel Kuchen. Nimm dir doch was. So, guck mal. Und er hat auch Kuchen in seinem Inventar. Ist der schlecht? Dann schlaf doch nicht so lange. Ach, Flossie ist da. Seht ihr mal. Da können wir nämlich direkt auch rausfinden... was... Wups. Hallo? Was Flossies nächstes Merkmal ist. Geh doch ja nicht nach Hause jetzt. Oh! Ausgerechnet! Ja, dann brauche ich den Rest auch nicht hier. Oder rede ich dann nochmal mit Philippa? Naja, keine Ahnung. Wen mögen wir denn als nächstmeistes? Ruth und Ava, eigentlich gar nicht Philippa. Nee, also ich glaube, ich mache das doch mit Flossie. Ich finde das zwar ein bisschen doof, dass wir dann... 4 Jungs mit 2 Schwestern jeweils verheiratet haben, aber Lee kann ja dann Philippa nehmen oder so. Da mache ich dann nochmal eine extra Folge oder... keine Ahnung, ich müsste mal gucken, wen Lee davon am meisten mag. Wahrscheinlich war das Jenny. Oh, magst du dein Schwesterchen kennenlernen? Du sollst eigentlich essen. Ah, ja. Was ist das? Eifersüchtig? Och. Nö. Ja, und George, ja, das hier, das machen wir auch nie weiter, ne? Ich kann mich da gar nicht drauf konzentrieren mit denen, das ist irgendwie so... Ach, ich weiß auch nicht. Geht irgendwie nicht so gut. So, und dann sollst du danach hier mal mit deinem Schwesterchen... reden. Onkel George ist an der Reihe, glaube ich, und kann mal eine Windel wechseln, gerne. Bruce hat Monika getroffen, okay. Dann werde ich jetzt aber hier die Versammlung beenden und dafür... ich gucke erstmal, ob wir denn noch einen Platz brauchen. Oh, da sind erst viele Kinder. Haben wir die jetzt alle? Ute? Oh, wer bist du denn? Ah, die ist ein Kind geworden. Die ist ja hübsch. Ute war aber zuerst, dann können wir ja die beiden demnächst noch dazufügen. Wobei... unser anderer Cousin müsste ja auch noch groß werden.
Wir müssen mal Brian kennenlernen, damit wir ihm da den Thron abnehmen können. Genau, also die Versammlung findet immer noch statt. Ach, Tatsache, guck mal. Da Mary Grace und Angela. Die beiden, ach, wie süß. Ja, ich möchte gern, dass die sich anfreunden. Das fände ich schön, weil die ja beide. Das ist ja jetzt hier William Juniors, also die Eltern sind ja Zwillingsgeschwister sogar. Diese ist böse. Oh, und wir sind furchtbar müde. Ich wollte. Oh Gott, Baby. George, warum machst du denn nichts? Hier, bitte. Kümmer dich doch mal. So. Und, die liebe Ruthie müsste jetzt, mal hier dieses Buch endlich lesen und hier weiter zuhören. So. Clarence, ist bei dir alles gut? Muss ein bisschen Pipi und muss mal mit irgendjemandem was spielen oder so. Ja, wer könnte das denn mal sein? Putzen müsste auch mal wieder jemand. Ach Gott. So, Ruthie ist auf einem guten Weg. Sie muss einfach schlafen gehen. Und der Rest der Kinder ist auch überhaupt nicht hier, oder? So, dann schlafen wir. Ich glaube, ich habe die zu früh ins Bett geschickt gestern. Nee, irgendwie ist der Rest der Kinder nicht da. Aber es ist schön, wenn unsere Cousine so zum Spielen vorbeikommt. Die hat auch ein süßes Kleidchen an. Habe ich hier auch angezogen. Übrigens. Okay, immerhin hört sie weiter Musik, auch wenn sie scheinbar nicht lesen möchte. Gut. So. Warte mal. Guck mal. Dann lassen wir doch einfach mal Clarence mit seiner Cousine spielen. Warum denn das eigentlich nicht? Ah, Moment mal. Wie ist denn das mit den Gruppen für die Kinder? Weil wir sind ja hier, guck mal, wir müssen doch mit ihr noch in die Cooper-Gruppe. Und eigentlich müsste da Angela auch rein, weil. Wen nehmen wir denn dann raus? Mit Jessie. Ach Mist, ich hab Jessie ja jetzt aber auch gar nicht. Scheiße. Immer dieses Problem, ich kann dann keinen rausschmeißen. Jetzt können wir nämlich nicht. Naja, doch, in der Kindergruppe sind wir ja mit Angela zusammen. Schwierig. Spielst du jetzt mit der, Clarence? Guck mal, frag doch mal. Wieso? Warum? Ich will doch, dass du Angela kennenlernst. Spielzeug zeigen. Ich finde es voll süß, dass die Angela heißt irgendwie. Das ist so ein doofer Name. Aber ich finde das irgendwie niedlich bei ihr. So, zeig ihr doch dein Spielzeug und dann könnt ihr hier was zusammenspielen vielleicht. Oder nee, das können bestimmt nur Erwachsene, ne? Mist. So, ihr beiden, danke. Ach ja, stimmt, ist ja dein Enkelkind, ne? So. Und dann geht Clara jetzt endlich mal wieder pünktlich aufs Klo. So. Und. Oh nee, warte. Nimmt sich dann was zu essen. Und Louis muss auch was essen und kann dann vielleicht mal mit Clarence spielen. So. Guck mal, jetzt haben wir hier Clarence und Louise. Ach, wie süß. Ach Gott, die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich will nur noch mal den Stammbaum angucken. Ich finde das voll. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier vier. Kotori habe ich umgestylt. Der hat jetzt eine ordentliche Frisur bekommen. Angela habe ich umgestylt. Die sah ja vorher auch anders aus. Also die Frisur habe ich gelassen, aber ach, wir haben ja die gleiche Frisur. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber das ist nur ihre Schlaffrisur, glaube ich. Ja. Und Patrick sollte ich ja auch noch umbenennen, hatte jemand mal gesagt. Ich hatte mir die Namen auch notiert. Das war Tyler, Clint oder Ash. Vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen, ob ihr. Also ich tendiere eigentlich zu Tyler.
falls der wahrscheinlicher war in der Zeit damals als Patrick, das kann ich jetzt so leider nicht sagen. Aber Patrick, das stimmt schon, ist jetzt nicht so super passend. Bei Angela finde ich, das kann man sich noch vorstellen, dass das damals auch ein Name... Oh Gott, ist sie blass. Hui. Ach, wie süß. Ich hoffe, na, vielleicht kriegt sie ja auch mal wieder rote Haare. Süß. Ach ja. So. Und genau danach soll er mit Clarence hier so ein bisschen Türmchen bauen. Dann hat er auch mal... Sei doch nicht so eifersüchtig auf dein kleines Geschwisterkindchen. So, guck mal, da kommt der Papi und kümmert sich um dich. Oh, wie böse er ist. Komm schon. Okay, gut, das hat ihm aber... Ach, Mann, Clarence. Na komm, dann isst doch auch noch was vorher. Ach nein, er wird jetzt nicht von dem in den dummen Stuhl gesetzt, oder? Was machst du denn da? Lass den nochmal gehen. Oh Gott. Okay, so. Die Zeit ist rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es ganz schön, mal hier Angela zu Besuch zu haben. Und ja, euch mal meine Gedanken mitzuteilen bezüglich der Leute und ja, ihr wisst, was ich meine. Also sagt mir damit bitte mal was. Ich mach das sonst dann so, dass ich hier die Gruppen, nicht Gruppen, dass ich hier die Alterung einfach ausschalte für den Moment. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!